Privet, Genossen und Genossinnen. Heute sind wir wieder mal in der gottesfreien Natur unterwegs. Eine Sache ist mir schon auf der Herfahrt aufgefallen. Es gab relativ wenig Zombies, also Zombies im Sinne von... Diese Art von Zombie waren sehr wenig, irgendwie nur 3 Leute. Selber ein bisschen überrascht. Zweite Sache, die mir aufgefallen ist, auf dem Weg hierher, hier gibt es tatsächlich Wölfe, also es haben sich ein paar Spuren gefunden, das fand ich ganz gut. Und drittens bin ich heute da, hier auch unterwegs, um euch mal was vorzustellen. Ich weiß, es ist das erste Mal jetzt auf dem Kanal. Muss ab und zu mal hinter mir gucken, nicht, dass ich irgendwann jemand im Weg stehe. Ja, eine Sache heute vorzustellen, doch vorab lasst euch gesagt sein, um so eine Art Buddy-Beziehung aufzubauen, wie das halt jeder YouTuber macht. Es hat mit Ausrüstung zu tun und wie ja jeder weiß, Ausrüstung allein sollte nicht das maßgebende, der maßgebende Punkt sein in der Fotografie. Das sollte er niemals irgendwie einnehmen. Ja, ich denke mal, damit habe ich alles gesagt. Das ist so das Wichtigste, was irgendwie jeder YouTuber denn auch so alle 2-3 Wochen mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise als Video hochlädt. Denn ein bisschen ausführlicher, als ich das jetzt gemacht habe. Aber die Sache, die ich heute vorstellen möchte, ist großartig. Ihr werdet sie definitiv benötigen, um bessere Bilder zu machen. Das sage ich jetzt nicht, weil mir der Hersteller das aufgebrummt hat, weil der Hersteller sagt, man kann objektiv redaktionell darüber berichten. Und als YouTuber werde ich euch natürlich nicht auf die Details hinweisen und so tun, als wenn ich jetzt gerade nichts gesagt habe. Weil so macht man das auf YouTube meistens. Nicht alle, aber viele. Und bevor ihr jetzt dieses ominöse Gerät sehen wollt, wovon ich wirklich begeistert bin, sehr begeistert, und ich tue jetzt nicht so, als wenn ich begeistert bin, ich bin wirklich total begeistert, das ist unglaublich, yay, möchte ich ein paar technische Daten noch erwähnen. Also, was kann dieses ominöse Wunderwerk? Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, weil alles konnte ich mir jetzt nicht auswendig merken. Ich möchte nur noch mal wiederholen, Ausrüstung ist nicht wichtig und stellt euch einfach vor, ich hätte jetzt schon ein paar Videos gemacht, wo ich euch ständig predige, dass Ausrüstung nicht alles ist und euer Stil und Kunst, bla 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 bla. Stellt euch einfach vor, ich habe schon so ein paar Videos gemacht, so dass wir so eine richtige Buddy-Beziehung haben. So, also, es ist natürlich auch nur eine Empfehlung. Wichtig, es ist nur eine Empfehlung, ihr sollt das nicht kaufen, auch wenn ich dann unter meinem Video mehr Affiliate-Links als Beschreibung reinpappe, das ist Zufall. Also, ist reingerutscht denn bei der Videobeschreibung. So, Megapixelzahl, ich denke mal, das ist so das Wichtigste. Lassen wir mal weg, weil dies im dreistelligen Bereich ist eigentlich egal. Ich meine, es gibt einen Fotografen auf YouTube, der relativ bekannt ist und für den war eine hohe Megapixelzahl wichtig, um zum Beispiel auf, naja, ein bisschen größer als A4 Seite Fotos zu drucken und die dann in ein Printmedium zu packen, dass man sich die dann angucken kann. Und es ist ja allgemein bekannt, dass man eine Zeitschrift oder ein Magazin liest man ja nicht so. Ich meine, jeder hat eine Lupe natürlich zu Hause, um sich das anzugucken, ist richtig. Also Megapixel ist egal. Speicher ist intern, 2048 Terabyte intern. Das ist so ein super neuer Kristallspeicher. Der Akku ist ein Kernreaktor, finde ich ganz gut. Den kann man auch tauschen, aber man muss ihn erst dann so nach... was stand in der Anleitung, die war nicht so groß. In der Anleitung stand, glaube ich, drin, dass man nur alle 100 Jahre oder sowas muss man den tauschen. Wird wahrscheinlich aber eh unwichtig, weil in der Anleitung stand auch, dass der Hersteller sich bemüht, jedes Jahr ein neues Modell rauszubringen, was denn zwar teilweise die gleiche Technik nutzt wie das Vorgängermodell, aber man so tröpfchenweise dann Sachen halt reinbaut, die dann vorher nicht drin waren, aus welchen Gründen auch immer. Egal. So. USB 7.1a und eine Software ist auch dazu, das nennt sich Einklick bester Fotograf Software.
Also da könnt ihr dann die Bilder hochladen oder halt vom Speicher auf die Software importieren. Braucht ihr da nur einen Klick machen und automatisch ist es ein tolles neues Bild. Also ihr findet automatisch Gefallen dran, was nicht damit zusammenhängt, dass ihr jetzt ein neues Gerät gekauft habt und subjektiv aus psychologischer Hinsicht sowieso irgendwie besseren Gefallen an den Bildern findet. Damit hat es gar nichts zu tun. So, was haben wir noch? Ach ja, das Objektiv, das ist nicht austauschbar. Das ist ein bisschen blöd, das ist ein festes Objektiv, aber ich denke mal, man kann alles abdecken. Das hat von 1 mm bis unendlich bei Blende 1 durchgehend. Finde ich gut, ist zwar jetzt nicht mehr so up to date. Ich konnte auch noch herausfinden, dass das von Hat Kreuznacht, ein Subunternehmen von Leica, ist. Man hat nur ein Jahr Garantie. Ich meine, das ist eigentlich auch so gängig, denke ich. Die Website, falls sich noch einer interessiert, ist KAP, also kap.ponytalismus.de. Und hergestellt ist das Ding, da steht Made in Kinderhände. Ich habe jetzt Kinderhände nicht so gesehen. Weiß nicht, wo das Land liegt, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Google angestrengt, konnte es aber nicht so wirklich finden. Naja, egal. Was jetzt noch wichtig ist zu wissen, für diejenigen, die jetzt halt so ein bisschen auch auf ökologischer und Umweltschutz und alles sich ein bisschen auf so eine Sachen gucken, was ja durchaus wichtig ist, da ist natürlich, sind viele, viele seltene Erden drin. Sehr viele seltene Erden, weil die ganzen Schaltkreise und alles muss ja irgendwie gebaut werden. Deswegen braucht man seltene Erden. Aber ich meine, Afrika und wo man das so alles herholt und die Leute sich da irgendwie Stabilität oder was zu essen wünschen. Ich meine, dieser ganze Konfliktherr, der ist so weit weg. Ich meine, das kann uns ja hier völlig egal sein. Afrika, ich meine, das ist so weit weg. Scheiß auf Afrika. Und dass die sich da die Köpfe einschlagen, oder? Ist doch völlig egal. Muss man nicht irgendwie thematisieren. Wir leben hier ganz gut, wir haben es hier gut und dass wir die Leute da ausbeuten, ja, wer halt der Stärkere ist, wa? So, aber jetzt wollt ihr bestimmt auch mal die Kamera sehen. Dazu kommen wir jetzt. Oh, und da wären wir schon wieder. Lass mich bloß mal kurz die Kamera zusammenbauen. Das ist das gute Stück. Ist das nicht wunderbar? Von Pony. Also eigentlich wird das, glaube ich, Pony ausgesprochen. Keine Ahnung. Mit dem Pony-Lux 1 mm bis unendlich, weil man kann die genug haben. Durchgehende Blende 1, Gamma 5 Mark 3. So ist das Ding. Ach ja, und Made by Kinderhände ist sehr wichtig, denke ich. Also für uns hier im Westen ist das sehr, sehr wichtig. Hat einen schönen, hellen, klaren Bildschirm, nur sehr wenige Funktionstasten, aber jedes Bild, was ich damit mache, ist automatisch herausragend, also super. Ich freue mich schon auf das nächste Modell, das kommt in 3 Monaten raus. Das ist so ein Rapid Development, so ähnlich wie man das vielleicht von Linux kennt, da gibt es das auch, also als Software. Hier ist es halt als Hardware, dass halt alle 3 Monate ein neues Modell rauskommt. Ein Großteil der Technik bleibt gleich, der Hersteller denkt sich dann so ein paar neue Begrifflichkeiten aus, um die Sache dann als neu darzustellen, was ja dann auch durchaus ist. Ich meine, Wahnsinnsgerät. Liegt gut in der Hand, also ist jetzt nicht so schwer und dass das halt eine feste Brennweite ist, finde ich eigentlich eine super Sache. Mit Sucher finde ich auch gut. Ist fast schon die Realität, wenn man da durchguckt. Also der elektronische Viewfinder ist echt klasse. Nochmal der Hinweis, es kommt natürlich nicht nur aufs Equipment an, ihr müsst natürlich selber auch irgendwie ein bisschen was können oder euch ein bisschen einüben, dass die Sachen, die ihr macht, auch gut sind. Aber dass ich das Ding unten in den Affiliate-Links verlinke und darüber jetzt fast ausschließlich positiv berichte, das ist nur Zufall. Ich meine, theoretisch müsste Ohm auch, könnte Produktplatzierung enthalten, aber wenn ihr euch die Videos von anderen YouTubern anguckt, da steht das auch nicht. Das war auch ständig Produktplatzierung, aber das steht da oben auch nicht drin, weil dann könnte ich ja euch als, oder andersrum, dann würdet ihr als mündige Bürger
ja eventuell reflektieren, dass ich hier im Endeffekt nur Werbung mache. Und das ist ja keine Werbung. Ich meine, seht euch dieses Meisterwerk an. Ich finde das großartig. Allein auf diesen... Es ist, glaube ich, teilweise sogar recycelbar, was ich sehr gut finde. Was halt auch wieder dafür spricht, wenn man es nach 3 Monaten halt wieder sich ein neues kaufen kann für 4.000 Euro. Finde ich das gut, dann schmeißt man das halt weg und dann hat sich die Sache erledigt. Und dann holt man sich nach 3 Monaten halt für 4.000 Euro wieder ein neues. Mit ähnlicher Technik plus ein, zwei kleinen Veränderungen, die dann halt als sensationell groß und neu verkauft werden. Eigentlich ist das eine gute Sache. Also so kommt die Technik auch schneller voran. Und als YouTuber können wir daran dann an euch als Zuschauer auch eine Menge Geld verdienen, wenn wir ständig irgendwelche Sachen promoten oder vorstellen und dann halt auch ausschließlich positiv das vorstellen. Gut, der professionelle YouTuber bringt 2, 3 Sachen, die negativ sind, mit rein, damit das halt so eine Art Gleichgewicht darstellt. Aber ansonsten ist sich durch so eine Sachen, durch so ein Elektrokram echt gut Geld verdienen. Es hält euch davon ab, irgendwie dann Fotos zu machen. Also von daher, für uns als YouTuber ist das eine Win-Win-Situation. Ich finde das großartig. Gut. Jetzt aber wollen wir uns der Fotografie als Gänze widmen. Dafür bin ich ja heute eigentlich unterwegs. Und wer das Video jetzt zu ernst genommen hat bis hierher, nein, bitte nicht. So ihr Lieben, ich hoffe, dieses alternative Intro hat jetzt nicht zu viele Leute verschreckt. Ich fand es jetzt halt nur nötig, so ein bisschen, weil das so ein kleiner Trend anscheinend auf YouTube ist, der meiner Meinung nach immer öfter in Erscheinung tritt, insbesondere bei den Leuten, die dann Affiliate-Links nutzen, irgendwelche Dinge nahezu ausschließlich positiv darstellen und dann nicht mal, obwohl das in Deutschland zumindest, also für manch Fotografen, der halt nicht in Deutschland oder in der EU lebt, gilt das nicht, aber manch einer dann nicht mal hinschreibt, dass es sich um Produktplatzierung oder irgendwas in der Richtung gilt. Da gibt es einen tollen Beitrag von Valulis, den habe ich schon öfter mal verlinkt. Da ist mal kurz und knapp erklärt, wann ist Werbung und Produktplatzierung, und das meiste, was man halt auf YouTube findet, ist Werbung oder Produktplatzierung, ohne dass es gekennzeichnet ist. Und ich denke, dass halt der Hintergrund auch der ist, wenn da steht, dass es Werbung ist, dann geht der Zuschauer natürlich an die Sache anders ran. Und wenn der Zuschauer an die Sache anders rangeht, dann kann das natürlich, ich glaube, das war zu schräg, war. Dann kann das auch bedeuten, dass er die Sache denn nicht kauft, weil er dann ja noch offensichtlicherweise, dass es Werbung ist. Ja. Eigentlich suche ich hier gerade so ein bisschen die Moore. Ich bin gerade wieder in der Lieberose Heide. Mein Arm wird langsam müde. Und ja, ich denke, ich mache mal gleich weiter, wenn ich die Moore gefunden habe. Vorher bringt das, jetzt bringt das noch nicht so viel. Und ich hatte gerade eine Aufnahme gemacht mit der Kamera hier. Und das war dann nicht aufgenommen. Habe ich irgendwie einen Fehler gemacht, keine Ahnung. Gut. Vorher mal ein bisschen Landschaft zeigen, wa? Mal kurz das Stativ zwischen die Beine nehmen. So sieht das hier aus. Ich glaube, da hoch geht es irgendwie Richtung dieser Militärmüllhalde, sag ich mal. Und in die Richtung müsste es irgendwie noch zu den ganzen Mooren und alles gehen. Schauen wir mal, ob wir sie finden. Da sind wir dem ersten kleinen Waldmotiv gefunden. Oder begegnet. Was habe ich gerade gesagt? Gefunden. Er ist ganz unbeeindruckt. Gut, wenn man weite Brennweiten hat, muss man nicht so nah ran, ohne die Tiere irgendwie groß zu stören. Er sieht ziemlich trocken aus, der Kollege. Und ich werde schon von Mücken belagert.
Na gut, machen wir noch ein paar Fotos und dann ziehen wir weiter. Ein Blick mal durch die Landschaft. Was heißt Landschaft? Durch den Forst. Hier gibt es einige interessante Motive. Übrigens, die Kröte von vorhin, die ist da jetzt, hat die sich versteckt. Die ist jetzt schon einmal über den ganzen Weg gewatschelt. Wie man sieht, hier gibt es auch einige alte, tote Bäume. Das sind durchaus interessante Motive. Momentan bin ich noch nicht mit dem Licht ganz zufrieden, deswegen ziehe ich jetzt weiter. Aber die sind voll mit Moos. An jeder Stelle ist da überall Moos mit dran. Das können also durchaus interessante Kompositionen ergeben. Ich kann ja mal kurz ein bisschen weiter weg oder ein bisschen mehr zu zeigen, weil dort ist auch noch so einer, ein kürzerer und noch so eine alte Birke, zumindest der Stamm. Von da drüben bin ich jetzt gekommen, geradezu. Ja, da in die Richtung sollte theoretisch die, ich nenne es halt immer Militärmüllablade sein. Und in die Richtung geht es jetzt weiter. Da soll jetzt demnächst mal das Moor, Sumpf, irgendwas in der Richtung auftauchen. Vielleicht begegnet man da ja noch ein paar mehr Wildtieren.